Hallo meine lieben Freunde analogen Unterhaltung. Mensch, es wird endlich mal wieder Zeit für ein Update meines Umzugs hier nach Falkensee. Ja, es hat etwas länger gedauert bis zu diesem Update. Länger als ich eigentlich wollte, aber ja, wie es immer so ist. Der Umzug an sich hat alles super geklappt. Wir haben uns hier auch relativ schnell, sag ich mal, eingelebt. Aber ja, die zwei vorderen Räume hier, die standen jetzt noch bis heute quasi ziemlich voll mit Kram, also es steht immer noch einiges drin, aber ihr seht, schon wieder ziemlich leer geworden hier vorne. Und ja, das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich auch dieses Video mache, weil ja, noch ist nichts passiert hier mit dem mit der Renovierung des Ladenbereichs, aber ich werde trotzdem bald aufmachen. Und zwar so habe ich ja vor, hier zunächst einmal nur ein Pop-Up-Store zu machen. Das heißt also nur ein kleinen Laden, der nur ganz punktuell zu bestimmten Events aufmachen wird. Und ihr könnt euch schon mal merken, es kommt natürlich noch mal ein genaueres Update, aber am 14.10. werde ich zum ersten Mal aufmachen. Also nur für diesen einen Tag, Samstag, 14.10. erstes Pop-Up-Opening von Hunter Brettspiele Falkensee. Das wird lustig. Es wird noch so aussehen wie hier, natürlich nur ein bisschen hübscher. Wir werden hier ein bisschen Tische aufbauen, den Hive will ich aufbauen. Und natürlich werde ich auch ein bisschen Spiele da haben. Werde ich euch noch nicht verraten, was alles, aber tatsächlich ein paar Neuheiten, so ein paar alte Sachen. Ich bin noch total grün hier in den Ohren, weiß noch gar nicht, wer hier kommen wird, was die Leute hier in Falkensee haben wollen. Ich habe auch echt super wenig Zeug. Natürlich meine eigenen Sachen, aber sonst nur ganz wenig Sachen. Werdet ihr sehen. Und ja, da gibt es natürlich auch nochmal ein spezielles Video. Ansonsten wollte ich euch natürlich nochmal kurz zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Ihr seht das Studio. Ja, ich hatte ja auch schon mal Instagram gepostet, glaube ich, oder so. Ist voll in Action und vor allem hier, seht ihr, diese Beleuchtung hier, die ist jetzt meine Spieleabendbeleuchtung, weil ich habe jetzt hier angefangen, schön Spieleabende zu machen in Falkensee. Ist richtig cool, vor allem haben wir jetzt hier, wie ihr seht, ja, ein bisschen mehr Platz hier ringsherum. Hier kann man jetzt wirklich spielen an unserem Drehtisch und das ist natürlich total cool. Ansonsten die richtige Drehbeleuchtung funktioniert inzwischen auch schon. Wir haben ja hier jetzt auch schon mal ein bisschen was gedreht. Es fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir brauchen, um sozusagen wieder volles Studio-Programm hier abzufahren. Aber der Schnittrechner steht hier schon, Mischpult und so weiter. Ja, ein bisschen was müssen wir noch bauen, aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Und ansonsten hier kurz das Chaos hier vom Büro, zeige ich jetzt nicht genau. Aber hier seht ihr, eingerichtet, arbeitsfähig. Ich und Alex sind hier am Start. Vorverkauf ist ja, musste ja an Start gebracht werden, hat auch geklappt. Hier unser Lager, auch schon wieder schön, ein bisschen aufgeräumt, ne? Bisschen Mathe, ein bisschen, ja, Produkte nehme ich noch, packe ich noch Essen mit, weil ja, heute ist mein Tag ist noch nicht vorbei, ich muss jetzt nochmal ins Lager fahren und wirklich Essenzeug einladen. Heute ist Packtag, Montag, morgen früh geht's los nach Essen und ja, hier in der Küche müssen wir auch noch ein bisschen was bauen, Getränke nehmen wir gleich mit für den Stand, in Essen, ja. Für mich war es nur wichtig, euch jetzt mal so ein kleines Update zu geben, wie es hier so weitergegangen ist. Euch schon mal zu erzählen, Samstag 14.10. Falkensee, Hansastraße 60, ist mein erstes Pop-Up-Opening. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ein paar Leute aus der Community hier hinkommen. Es gibt sicher auch ein bisschen was zu trinken und zu essen. Ich kann auch nicht so sagen, das werden wir alles in der Woche nach Essen dann vorbereiten. Ja, wird lustig auf jeden Fall. Hier diese Regale werden wir noch ein bisschen aufbauen. Und hier so ein bisschen, ja, ja, Pop-Up eben, ne? Einfach stellen Tische auf. Ich sag mal, spielen wird man auch können. Hinten am Spieletisch und wir bauen hoffentlich den Hive auf. Das heißt also, zwei Spieletische habe ich da. Ja, wie es so ist, ne? Je nachdem, wie viele Leute kommen. Zwei Spieletische ist jetzt nicht die Welt. Ich habe natürlich auch hier nicht so ewig viel Platz. Vielleicht kann man draußen noch ein bisschen sitzen, auf einem Biertisch oder so. Das werden wir sehen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Essen. Wie gesagt, ich backe jetzt noch ein. Und morgen früh geht's los. Morgen Nachmittag sind wir dann schon auf Messegelände. Wir ziehen unseren Stand. Morgen am Mittwoch, übermorgen am Mittwoch wird dann aufgebaut. Aber da ist ja auch schon Pressekonferenz und alles Mögliche. Und wir sehen uns dann am Donnerstag, hoffentlich. Halle 3, H111. Ich freue mich in dem Sinne. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.